Ihre Frage klingt nur allzu vertraut. Ich höre sie auch oft von meinem Tarnen. Sie sorgen sich, dass sich Tullius so sehr auf den Krieg konzentriert, dass er womöglich vergisst, was das Beste für unser Volk ist. Was ist denn das Beste für unser Volk? Die Ironie besteht darin, dass General Tullius zwar kein Nord ist, die Menschen von Himmelsrand aber ohne ihn hoffnungslos verloren wären. Vertrauen ist immer schwierig, besonders für mein Volk. Und doch müssen wir auf Tullius' Führung vertrauen. Denn was haben wir für eine andere Wahl? Apokalypse? No. Braucht ihr jemanden, um die Wolfschädelhöhle zu erkunden? Ach, ich dachte, die Angelegenheit sei bereits geregelt worden. Ich glaube, Falk kümmert sich darum. Ach so, ich verstehe schon. Ja, man braucht mich hier einfach nicht. Lebt man wohl. Braucht mich Betet hier. Betet für Einsamkeit und für meinen Mann. Unglaublich. So, was ist mit dir? Wenn ich etwas von euch bräuchte, würdet ihr es wissen. Ah ja, gibt's ein Problem? Nichts. Ich bin beschäftigt und werde nicht gern gestört, außer wenn ich von euch etwas erwarte. Aha. Nun seht mich doch nicht so an. Also schön, vielleicht finde ich eine kleine Aufgabe, die euch beschäftigt hält. Wir haben ein kleines Vampirproblem. Es sind Leichen gefunden worden, die völlig blutleer waren. Ich weiß von einem Nest hier in der Nähe, das ihr zur Vorsicht ausräumen könntet. Okay, ich werde sehen, was sie tun können. Ich erwarte nicht, dass ihr auch nur das fertig Eine kleine bringt. Aufgabe, natürlich. Blutrünstige Vampire. Was habt ihr zu verkaufen? Vielleicht kann ich jetzt bei dir irgendwelche tollen Roben verkaufen. Ich denke, das wird euch gefallen. Das, wäre nicht so verkehrt. Hier, kaufe das. Sie hat ja gar nicht so viel Gold. Ah, nee. Muss ja mal hier drauf gehen. Sie hat echt nicht so viel Gold. Ja, nehmen erstmal das. Dann 862 Gold, so viel hat sie doch gar nicht. Nee, so viel hat sie gar nicht. Sortieren wir mal nach Wert. Ein bisschen zumindest. Hier, Stab des Kettenblitzes kann sie auch nicht haben, aber. Nee, das will ich definitiv nicht verkaufen. Die schwarzen Sterne sowieso nicht. Ja, die beiden Dinger hier kann ich bei ihr nicht loswerden. Aber das kannst du haben. Dafür hast du nicht genug Gold. Hey, die sind genauso arm dran wie ich manchmal. Was sollen wir machen? Vampire sind gerissene Jäger. Ach, halt's Maul. Hey, Falk, Feuerball. Hey. Ich habe erfahren, dass ihr Hilfe in der Wolfschädelhöhle braucht. Meint ihr diese Drachenbrücke-Geschichte? Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht vor, die Sache weiter zu verfolgen. Varnius ist immer ein bisschen schreckhaft. Es wird über seltsame Geschehnisse in der Nähe der Wolfsschädelhöhle gemunkelt. Verschwindende Reisende, merkwürdige Lichter. Ich vermute, dahinter stecken wilde Tiere oder vielleicht Banditen. Nein. Ich glaube nicht, dass es die Mühe wert wäre, wo wir doch im Krieg sind. Aber wenn ihr die Höhle säubern wollt, sorge ich dafür, dass es sich für euch auszahlt. Ja, das ist doch ein Geschäft, oder nicht? Und warum heißt sie Wolfschädelhöhle? Wegen Wölfe. Hat General Tullius? Nein. Was passiert mit Elise, wenn das Kaiserreich den Krieg gewinnt? Sie wird abgesetzt. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Fragen habt. So. Okay, aber wir sollen ja auch nochmal zurück zur Bardenakademie, weil es da ja auch nochmal ein paar Questen gibt. Quests? Meine Güte, mein Deutsch heute. Und die sind ja sehr lukrativ, wie ich jetzt schon mehrfach in den Kommentaren gelesen habe. Und ja, dann schauen wir mal, ob auch wir diese lukrativen Aufgaben auch erledigen können. Zumindest von Erfahrungspunkten her sollen die sehr gut sein. Mal gucken. Einfach mal schauen. Was haben wir hier? Nee, da will ich jetzt nicht einbrechen. Nee. Wo bin ich denn jetzt eigentlich hier? Ach, hier bin ich, okay. Also ich habe keinen Plan, wo ich gerade bin. Das ist gut. Ist eigentlich schon Standardzustand, ne? Aber... Aha. Ach, jetzt bin ich hier in der Kaserne. Ja, okay. Ich habe, weshalb ich gekommen bin. Ich mache mich besser wieder auf den Weg nach Drachenbrück. Reisender? Alt zu sein ist gar nicht Du siehst merkwürdig aus. Ja, genau. Ja, die leuchtenden Augen habe ich sofort erkannt. Ein Vampir. Ah, das war der falsche. Ups. So.
Scheiß Vampire. Obwohl, ich habe ja eigentlich nichts gegen Vampire. Aber es geht mir ums Prinzip. Ich habe, weshalb ich gekommen bin. Ich mache mich besser wieder auf den Weg nach Drachenbrügge. Ja. Sonst hast du nichts zu sagen? Ich habe, weshalb ich gekommen bin. Okay. Ich mache mich besser wieder auf den Weg nach Drachenbrügge. So, aber wo ist jetzt die Bahnakademie hin? Finde ich wieder den Weg. Hier war es, ne? Bard's College. Genau. Mensch, da habe ich ja sogar den richtigen Weg gefunden. Wow! Ich bin voll von den Socken. So, Ladies and Gentlemen. Ihr und ich, wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen. Nee, das ist der Typ, mit dem wir vorhin das Gedicht vorgetragen haben. Nee. Schauen wir sonst nochmal, ob hier irgendwo irgendwer steht. Ein bisschen rauszoomen, dann kann ich auch mehr sehen vom Bild. Hey, Giraud Gemane. Sie haben es gefunden. Sie haben es tatsächlich gefunden. Ja, und ich möchte meine Rede kurz verbessern. Aber das Ganze ist mir eigentlich auch zu teuer. Was haben Sie gefunden? Dann seid ihr am rechten Ort. Nein. Was haben Sie gefunden? Nons Trommel. Niemand wusste, wo er starb. Folglich wusste auch niemand, wo seine Trommel sein könnte. Haldir war das fehlende Glied. Rion muss sich insgeheim Zutritt zu Haldirs Grab verschafft haben und ist dort vermutlich gestorben. Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der die Trommel für mich holt. Moment. Ihr könntet das doch tun. Klar, warum ihr nicht? Scherzt, oder? Rion? Der berühmteste Kampftrommler der zweiten Ära? Nun, zumindest in Bardenkreisen berühmt. Diese Trommel kam in einem halben Dutzend berühmter Schlachten zum Einsatz. Sie ist ein Artefakt von unschätzbarem Wert. Rion war ständig auf der Suche nach neuen Geschichten. Wie es scheint, schrieb er vor seinem Verschwinden eine Ballade über Haldir. Das war der fehlende Hinweis. Okay, hätten wir es auch geklärt. Dann haben wir jetzt die nächste Quest. Wieso haben wir eigentlich einen Ausgang nach unten? Sollte ich mal auf den Grund gehen? Mein Gott, dieser Wortwitz war jetzt echt schlecht. Aber das war auch eher ungewollt. Hey, ich sind hier noch mehr Typen. Es macht mich immer traurig, wenn ich darüber nachdenke. Was macht dich traurig? Hm? Oh, tut mir leid. Manchmal schweifen meine Gedanken ab. Ich hatte nur gerade an Finns Laute gedacht. Wer ist Finn? Vor über einem Jahr sind Diebe in die Akademie eingebrochen und haben sich mit zahlreichen wertvollen Dingen davongemacht. Vor allem Gold und Silber. Aber unter den gestohlenen Gegenständen war auch Finns Laute. Wir haben eben erst erfahren, wohin die Räuber geflohen sind, und ich hätte diese Laute wirklich gern zurück. Warum ist Finns Laute so wichtig? Finn war der Barde, der die heute übliche Laute mit 8 Chören erfunden hat. Bevor er eine Möglichkeit fand, zusätzliche Chöre unterzubringen, besaßen die Barden nur Lauten mit 6 Chören. Das gestohlene Instrument ist Finns ursprüngliche 8-chörige Laute. Oh nein. Ich bezweifle, dass die Diebe ihren wahren Wert überhaupt ermessen können. Ich bezweifle das auch, weil ich könnte es nicht. So, du bist, genau. Willkommen in Einsamkeit. Du bist genau. Hey, genau, wie geht's dir? So, gucken wir mal ganz kurz, was hier oben noch ist. Ob hier oben noch irgendwer irgendwo rumlungert. Wie da zum Beispiel. Ihr seid... Ich bin so froh, dass ihr von Olafs Grabstätte heil zurückgekehrt seid. Lady Atena sagt, war schwieriger als meine Stimme sei besser als meine. Nur wenige können meinem Charme widerstehen. Der jüngste Barde an der Bardenakademie. Naja, die und ihren Charme, ja, ich glaub's auch. Wenn ich etwas für euch tun kann, mache ich das gerne. Nein, also so schon mal gar nicht. Ich habe nicht den Eindruck, also, nee, ich bin kein Mammut für eine Nacht. Nee, einfach mal nee. Hier ist niemand in diesem Teil der Kapelle. Das ist einfach nur für Farbige. Der einzige Farbige drüben ist, hat sich das auch erledigt. So, ab in den Keller, ab zu dieser komischen Tür, die da aufblinkt. Gucken, ob hier noch irgendwo wer steht oder sitzt oder sonstiges. Hey, guck mal an, hey! Ihr seht ein bisschen robuster als die meisten dieser Pappnasen hier aus. Ja, ich singe halt nicht so viel. Sehr gut. Fahren wir mit dem Üben fort. Beeilt euch. Aha. Der hat mir aber nicht sehr viel zu sagen gehabt.
Naja, kann ja nicht jeder so eine Quasselstappe sein. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier irgendwie nach draußen kommen. Und wir sind draußen. Ja, und nun? Ja, du solltest auch aufpassen, wo du hingehst. So, scheint so, als wären da jetzt keine weiteren Quests gewesen. Ihr könnt mich natürlich korrigieren, sollte dem so sein. Was wahrscheinlich so ist. Quests. Haben wir jetzt wieder ein paar zum Machen. Auch wenn wir eigentlich immer noch so viele Quests haben. Halt, nein, das brauchen wir nicht. So. Aber das können wir machen. So. Wie oft soll ich noch so sagen? Verdammt. Hier haben wir die Wolfschädelhöhle. Da können wir auch schon direkt hin teleportieren, weil wir die Wolfschädelhöhle so an sich schon kennen. Sind wir schon mal vorbeigelaufen. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Aber es war bestimmt schon vor etlichen Wochen. Als uns hier auch so eine Riesenspinne verfolgt hat und so weiter. Ich erinnere mich. Dunkel und vage. Hey, ein paar Skelette zur Begrüßung. Hey. So, ab. Rein in die Wolfschädelhöhle. Wenn der Ladebildschirm mitmacht, ne? Kennt man ja. So, Lydia, lässt du mich mal? Danke. Meine Güte. So, lass mich raten. Hier gibt es hier bestimmt ein paar Wölfe. Ein oder zwei, vielleicht aber auch drei. Vier lasse ich dann nicht mehr gelten. Das ist dann keine Wolfshöhle mehr, das ist einfach nur noch Flohzirkus. Okay, und Augere gibt es auch, also gibt es hier bestimmt auch Maden. Oder so was in der Art. So, was hast denn du Schönes dabei? Außer ein paar Gold, 5 Gold? Ja, ist okay. Ist da jemand? Ist da jemand? Nein, da ist niemand. Ist alles okay. Ach Mensch, ich hab doch gesagt, hier ist niemand. Meine Güte, immer das gleiche hier. Hätten aber auch wieder gar nichts aus. Muss ich manchmal nicht verstehen hier in Minecraft, ist ja schon in Skyrim. Manche Gegner halten hier 300.000 Schläge aus und manche wiederum halten überhaupt nichts aus. Aber naja, das ist Skyrim. Zumindest glaube ich, wir mussten hier nicht rein. Na, wird schon. Solange die mir nicht auf den Geist gehen, ist alles okay. Der hier zum Beispiel, der mir extrem auf den Geist geht. So, verrecke! Verrecke nochmal! Verrecke besser! Meine Güte, ey, der hält aber auch mal wieder irgendwas aus hier. So, da fliegt er. Und ich bin fast down. Ist natürlich nicht gewollt. Wir werden uns mal ganz kurz hochheilen. Soweit es natürlich geht, weiß man ja. Noch sieht's gut aus, noch sieht's gut aus, noch sieht's gut aus. Und mal ist gleich leer. Leben ist aber auch fast voll. Ja, und tatsächlich Leben ist vor. Ist voll, bevor Mana leer wird. Schon stark gesteigert durch irgendwas geskilltes Dingens. Kirchen. So, wo muss ich denn jetzt lang? Muss ich jetzt nach unten? Kann ich ja fast gar nicht glauben. Wo muss ich hier lang? Nein, hier kommen wir her. Ich sehe wahrscheinlich den Weg einfach nur nicht, weil ich gerade mal wieder so total übermüdet bin. Geh hier mal runter. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, dann kommen wir jetzt in die Wolfschädel-Ruinen. Bevor wir hier in diesen Ruinen weitergehen, würde ich sagen, ich mache eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Skyrim wieder. Bis dann wünsche ich noch viel Spaß und danke euch fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.